Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von DoberSmart. Mein Name ist Peter und hier erfahrt ihr jetzt was über Nistkästen, also dranbleiben. Gerade in Stadtgebieten ist es so, dass die natürlichen Möglichkeiten für die Vögel zu brüten weniger geworden sind. Zum anderen liegt es auch daran, dass die aufgeräumten Gärten und auch die glatten Hausfassaden, gerade der neuen modernen Häuser, ohne Möglichkeiten unter dem Dachvorstand Nistmöglichkeiten zu finden, führt dann dazu, dass gerade in diesem Falle die Nistkästen die allererste Wahl sein sollten. Gerade im Frühjahr sind Vögel auf der Suche nach den geeigneten Nistmöglichkeiten. Wie anfangs erwähnt, natürliche Nistmöglichkeiten sind weniger vorhanden und demzufolge sind Nistkästen, Bruthöhlen die erste Wahl, um den Vögeln die Möglichkeit zu geben, ihre Brut dann auch gut durchbringen zu können. Die bieten sich dann im Garten demzufolge auch gut an, da die Vögel in der Regel dort dann auch ausreichend Nahrung finden, womit sie dann ihre Brut auch direkt versorgen können. Wenn es um Nistkästen geht, gibt es natürlich viele Varianten, viele Möglichkeiten, viele Materialien und die haben natürlich auch ihren Grund. Es geht beispielsweise darum, was das Einflugloch angeht, können wir durch den Durchmesser schon vorab aussortieren, welche Vogelart sich diesen Nistkasten in der Folge dann aussuchen wird. Um aber Revierkämpfe zu vermeiden, sollte man versuchen, die Nistkästen breiter zu streuen im Garten und dann auch zu schauen, dass man verschiedene Größen anbietet, um eben auch verschiedene Vogelarten damit auch ansprechen zu können. Es gibt auch die Besonderheiten, beispielsweise bei Sperlingen. Dort ist es häufig so, die leben gerne in Gesellschaft. Dort ist es dann auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben 3 bis 4 verschiedene Nistkästen für den Sperling direkt nebeneinander. Der Dobernistkasten, das Hexenhaus, ist ein Standardnistkasten für die herkömmlichsten Meisenarten. Dazu zählen die Blaumeise wie auch die Kohlmeise. Dies ermöglichen wir durch das wie anfangs erwähnte Einflugsloch, welches einen Durchmesser von ca. 32 mm aufweist. Eine weitere Besonderheit sehen wir an dem Dachfirst. Diesen haben wir zusätzlich angebracht, dient der Stärkung des Hauses und zum anderen, dass Regenwasser nicht eindringen kann. Kommen wir zum optimalen Standort deines Nistkastens. Wenn ihr einen Nistkasten habt, sorgt dafür, dass dieser nicht direkt der Witterung ausgesetzt ist, sondern etwas geschützt angebracht wird. Das kann sein beispielsweise unter einem Überstand des Hauses, einer Hausfassade oder eben nicht der Wetterseite im Garten ausgesetzt. Wenn ihr den Nistkasten anbringt, müsst ihr schauen, aufgrund der Besonderheiten jeder Vogelart sind die Anbringungsorte teilweise unterschiedlich. Weitergehende Informationen findet ihr dann in unserer Videobeschreibung. Einfach unten auf den Link klicken. Nehmen wir das Beispiel mit dem Hexenhaus-Nistkasten von Dober. Wir haben hier die Möglichkeit, über das angebrachte Loch zum einen direkt mit einem Aluminiumnagel den Nistkasten an der Hausfassade bzw. am Baum anzubringen. Wir empfehlen bei der Anbringung des Nistkastens auf eine bessere Variante zu gehen. Das ist beispielsweise das Anbringen über einen Metalldraht oder auch mit der Möglichkeit einer natürlichen Variante, das ist eine Hanfkordel. Die ist robust, die ist witterungsbeständig und natürlich. Da wir jetzt ja wissen, wo wir den Nistkasten anbringen, stellt sich die Frage, wann sollten wir am besten den Nistkasten anbringen? Meistens fangen wir an, darüber nachzudenken, im Frühjahr, wenn es kalt ist, wenn die Vögel auf der Suche sind nach Nahrung und die Gärten schon seit längerer Zeit kahl sind. Aber die Besonderheit ist, man sollte schon im Herbst optimalerweise mit der Anbringung des Nistkastens beginnen, wenn man sich einen neuen besorgt hat.
Ansonsten den alten schon im Sommer, August in der Regel reinigen. Aber zur Reinigung kommen wir später noch. Bei der Anbringung des Nistkastens hängt das damit zusammen, dass die Vögel in der Regel schon im Herbst auf der Suche sind nach einem geeigneten Nistkasten und diesen bereits schon in dieser Jahreszeit anfliegen und sich darin vertraut machen und diesen erkunden. So, wenn jetzt euer Nistkasten hängt, an der richtigen Stelle, in der richtigen Höhe, könnt ihr im Frühjahr dann auch beobachten, wie der Nestbau beginnt. Das erkennt ihr daran, wenn die Vögel mit Nestmaterial im Schnabel den Nistkasten anfliegen. Das kann Gras sein, das kann Moos sein oder auch kleine Äste. Und der Nestbau beginnt dann im Inneren eures Nistkastens. Das Weibchen wird dann in der Folge ihre Eier ablegen und mit der Brut beginnen. Das dauert in der Regel ca. 14 Tage. Nach ca. weiteren 18 Tagen sind die Jungvögel in der Regel flügge und werden dann über das Einflugloch euren Nistkasten dann verlassen. Wenn der Frühjahr vorbei ist und es bereits Sommer ist, dann ist auch die Brutzeit vorbei und dann schaut ihr in euren Nistkasten nach und wollt diesen reinigen. Dabei sind einige Dinge zu beachten. Und zwar ist das Wichtige beim Reinigen des Nistkastens, dass ihr, bevor ihr die Reinigung beginnt, euch vergewissert, dass der Kasten frei von Bewohnern ist. Das könnt ihr zum einen mit einem handelsüblichen Spiegel rausfinden, indem ihr diesen an einem Ast oder ähnlichen anbringt und zuvor an dem Einflugloch schräg anhaltet, um zu schauen, ob sich jemand noch in dem Nistkasten befindet. An diesem Beispiel des Dober-Nistkastens Hexenhaus haben wir eine seitlich zu öffnende Klappe angebracht. Diese könnt ihr mittels Druck nach oben öffnen und somit legt ihr den Nistkasten vom Innern frei und könnt diesen ganz einfach ausfegen mit einer handelsüblichen Bürste und somit reinigen, um den Nistkasten im Sommer startklar zu machen für die nächste Brut. Und somit sind wir am Ende unserer ersten Ausgabe von DoberSmart angelangt. Ihr habt jetzt einiges über Nistkasten erfahren und in der nächsten Folge schauen wir uns weitergehende Nistkastenvarianten und Formen an. Also nächstes Mal wieder einschalten für DoberSmart.